Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucina, wir sind zurück in Beyond Two Souls. Wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Die Bude brennt. Wir haben hier Tuesday geholfen, ihr Kind auf die Welt zu bekommen. Da sind wir eingeschlafen. Es schien, als hätte Jodie einen neuen Lebensinhalt gefunden, neue Freunde oder was auch immer. Und hier sind wir jetzt. Müssen hier raus. Die anderen retten wahrscheinlich. Scheiße, ey. Was ist da los? Boah. Was sind die anderen? Oh. Stan, mach auf! Was zum... Oh Gott. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, ich geh allein. Ach, du Scheiße. Aber... Los, raus mit dir! Okay, wir sollen hoch. Ja. Was? Also. Was? Aiden, mach du das! Aiden, halt die Tür! Achso, warte mal. Hilf mir! Okay, wir machen das mit Aiden, der kennt das bestimmt besser. Wo ist es? Na also. Houston, das Baby! Sie ist oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor wir die ganze Bude abbrennt! Das weiß ich doch! Meine Güte! Eisendieter hat die Vermutung, dass es diese Halbstarken waren, die Jodie verprügelt hat, dass die das alles angesteckt haben. Ich weiß nicht so recht. Wäre vielleicht die Erklärung. Oh je. Aber ich weiß nicht, so nachtragend. Ja. Komm, machen wir das mit einem. Der kann das wahrscheinlich schneller. Ich brauche Hilfe. Ah, du Scheiße. Komm schon, Jimmy. Spring. Spring. Jetzt komm schon, ich muss noch weiter. Nein, ich komm nicht raus. Mach. Ich komm nicht raus. Du kannst. Komm schon, spring. Er macht es nicht! Komm, dann zwingen wir ihn dazu. Ja, wir zwingen ihn dazu. Na also? Ah! Du Scheiße, ey. Aber... Was war das? Aber mir das übernimmt... Raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Ja! Bleib dem an! Gottes Name! Ein anderer Weg! Ach du Scheiße! Oh. Die Wand fällt auseinander! Oh Mann, 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 Mann! Oh ja, so geht's. Johnny! Leg sie aus hier! Ja, komm, beweg dich! Ja, komm. Kann man da durch? Ja. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Nein. Oh, das ist dramatisch. Was? Ah, ein Schild. Wie praktisch. Oh, du Scheiße. Denk nach, Jodie. Denk nach. Denk nach! Aiden! Die Wand! Achso, es wird auf mich gewartet. Ich dachte, sie denkt auch nach. Komm! Da
Dann warf man es mit einen Tag nach der Geburt, wenige Stunden nach der Geburt. Komm rein mit dir. Schnell runter, lauf! Ja, egal. Okay? Wir schaffen das. Geh weiter. Okay, schnell raus hier. Weiter. In Gottes Namen. Mit dem Kind. Wir suchen uns einen anderen Weg. Sie kann wieder aus dem Fenster klettern, oder? Da sehen wir irgendwas. Nee, scheiße. Da geht's nicht weiter. Vielleicht... Da nochmal hoch? Nee, oder? Oh mein Gott. Vielleicht kann man auf das Dach von einem anderen Haus springen. Ja, das. Oh! Ja, komm, wie weißt du, du springst? Ah! Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Hilf mir ein. Ach du Scheiße, was? Es geht nicht wieder zusammen. Hey. Oh, sie kriegt das hin, unglaublich. Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Oh, Tatsache. So geil, was Jungs, nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Alter! Pfeif darauf, Happy End. Ich sag dir, wir sehen uns, Miststück. Wie krass! Hey, lass sie in Ruhe! Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Hayden sein, oder? Au! Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los weg! Bastarde! Unfassbar! Nee, sie ist nicht. Nee. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht! Die ist ja nicht tot. Nee. Oh mein Gott! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Wie krass ist das? Bitte bleib bei uns, Jody. Bleib bei uns. Oh. Nee, das kann doch jetzt nicht vorbei sein, oder? Ist das Aiden? Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt hin. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Okay, Erinnerungen, das Fetzen und früher. Schau mal, gut, 2000 ist nicht wie alle anderen. Bist du ja. Pass gut auf dich auf, Jody. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Normale Abteilung. Das Kind braucht Wärme und es soll Wind, ein Fläschchen haben und Kleidung wie Kind. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay. Und du bist eine Magierin, Jody. Die Existenz. Ich bin sprachlos, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Jetzt?
bin ich tot? Na, scheinbar nicht. Oh, ich kann mich bewegen. Gehen wir da mal hin. Okay. Gott, Gott, das ist mein Baby. Lasst mich sehen, ganz kurz. Aber sie ist mein Baby. Bringt sie mir. Ich hab's mir überlegt. Ich will mein Baby. Warum muss ich bitte? Bitte. Bring das Baby hier raus. Ich will sie sehen. Bitte, bitte, lasst mich zu ihr. Oh. Ich will mein Kind. Bitte, lasst mich zu ihr. Was war das denn jetzt? Die Frau. Warum zeigst du mir das? Ist sie... Ist sie meine Mutter? Ach, stimmt, sie ist ja adoptiert worden. Man hat ihr das Kind weggenommen anscheinend. Das ist die Mutter wieder, oder? Aber wo? Oder wann? Die Zukunft. Puh. Aiden? Okay. Ich glaube, ich kann mich bewegen, oder? Nein! 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 Ich will nicht zurück! Ich will bei dir sein, Aiden! Aiden! Sie lebt wohl wieder oder wird ins Leben zurückgerufen. Moment mal. Wo ist sie denn jetzt gelandet? Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Also sie hat jetzt hier diese Narbe am Kopf, vielleicht... Oh, ich kann mich bewegen. Vielleicht ist es die Narbe von dem Baseballschläger, den sie abbekommen hat. Eieiei. Krass, was ist jetzt? Es ist Tuesday. Mit dem Kind? Zoe wird heute 3 Monate alt. Ach, guck an. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Okay. 3 Monate war sie weg. Da gibt es nichts. Na komm, dann gehen wir raus, oder? Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Oh, Scheiße. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Ach, du Scheiße. Okay. Ich bring sie zu ihr. Oh, vom Regen in die Traufe. Ja, was war denn jetzt? Aus dem Fenster springen, keine gute Idee. Oh nein, sie hat ja nicht mehr Klamotten irgendwie. Merkwürdig, das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster. Ach, das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Bestimmt steckt sie im Badezimmer, oder? Scheinbar nicht.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Ist alles in Ordnung? Das ist der Polizist von ganz am Anfang. Ma'am? Das ist der Polizist von ganz am Anfang, der sie jetzt mit aufs Revier nimmt und ja, ach Mensch. Und ich dachte, dass er der Polizist ganz am Anfang wäre gewesen, bevor sie die CIA verraten hat und auf der Flucht war. Okay, na gut. Stan die Wahrheit erzählt. Ehrlich, Geld verdient 66%. Genug Geld für warmes Essen. Haben die meisten geschafft. Nicht allen nach dem Abendessen geholfen. Ups. Ach so, nach dem Abendessen sollte ich ja irgendwie, oder konnte ich ja meine Kräfte irgendwie den anderen Obdachlosen zeigen. Und ich habe nur mit Stan geredet. Der Toddy hat mich schon darauf hingewiesen, ich hätte auch mit allen anderen reden können. Ja, na gut. Alle vor dem Feuer gerettet. Ja, yeah, haben wir geschafft. Keinen Selbstmordversuch unternommen. Haben wir auch geschafft. Schläger besiegt. Ehrlich über Aiden. Aus dem Gebäude entkommen. Nur die Hälfte ist aus dem Gebäude gekommen. Schicksal der Schläger nicht erfahren. So ein Mist. Was ist mit denen passiert? Das hat mich schon interessiert. Ja gut, okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir machen noch eine Runde. Aha, die erste Nacht. Achso, jetzt wurde sie abgegeben von den Adoptiveltern ins Heim oder was? Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Boah, dieser Adoptivvater da. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Tja. Der Vater sagt überhaupt nichts. Jodie. Ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jodie. Der scheint schon wirklich echt nett zu sein, der Nathan hier. Okay. So. Wo ziehe ich mich um? Im Bad. Dass er über diese Spiegel wohl durchschauen kann. Sehr sterile Räume irgendwie. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Tja, was machen wir jetzt? Für Computer ist vielleicht ein bisschen klein. Wo ist mein Häschen? Oh oh. Oh, das Häschen geht's nicht. Guck erst mal nach dem Hasen. Im Koffer vielleicht. Ja, sieht gut aus.
Da ist er. Okay, neuer Versuch. Alles in pink, mein Gott. Selbst die Taschenlampe ist in pink. Jetzt aber ins Bett, Jodie. So, jetzt. Bei dem Licht kann doch keiner schlafen, oder? Kann sie überhaupt schlafen? Ist irgendwie komisch, das Kind da in das Zimmer zu setzen irgendwie und dann, ja, jetzt beschäftige dich mal irgendwie, anstatt sie, was weiß ich, irgendwie rumzuführen oder mit ihr jetzt, keine Ahnung, zu spielen oder was weiß ich. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jodie. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Ha. Kennen wir schon, dass sie nachts von ihren Monstern träumt. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Aha. Wie? Achso. Achso, ich darf eine Geschichte erzählen. Ah! Das ist ja nicht schlecht. Nicht schlecht. Hier. Es tut dem Strom nicht besonders gut, wenn Aiden da ist. Ach du Scheiße. Hol Hilfe, Aiden, schnell! Die wird ja echt vor diesen Scheißviechern da rumgezerrt irgendwie. Ah, ist wohin? Scheiße. Da gibt's echt Monster bei ihr, das ist echt der Hammer. Alter. Wo kommen die denn her? Ei. Krass! Wie viele haben wir denn noch? Ey! Mein Gott, Jodie! Alter! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Ha. Heftig. Alles durcheinander gewirbelt.
Okay, Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Oh, Mist, ich hätte mal reingucken können, was die im anderen Zimmer noch sagen. Sein Mist, ich trottel. Existenzen besiegt und Cole aufgeweckt. Na gut. Ja, wir machen noch eine Runde weiter. Mal gucken, was jetzt passiert, wie andere welche. Das ist jetzt hier, glaube ich, ihre Lebensspanne, die wir hier sehen können. Weiter links ist. Ich habe nein gesagt. Jung. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Ach Gott. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Ach du Schande. So dürfen alle anderen gehen und ich nicht. Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Oh Mann, oh Mann. Gute Nacht. Ah! Ja. Hart. Hartes Leben. Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Okay. Hat sie schon zurecht gemacht. Wahrscheinlich wird sie ja abhauen, denke ich mal. Sie wird bestimmt weggehen. Wenn das irgendwie möglich ist. Sie ist echt sauer. Ach, da geht's nicht rein. Ich komme mit. Oh, Aiden immer so. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Jetzt nicht. Basta. Oh, Mann. Komm mal nochmal dahinter. Genug. Das nützt dir rein gar nichts. Ja, es ist so einfach mit so jemand. Was ist das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Eieiei. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Okay. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Na. Okay. Klar, dann also bis morgen. Uff. Sie nimmt ihn und lässt ihn die Tür aufmachen und sowas. Ist natürlich schon heftig. Mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Krass, ey. Haut sie einfach ab. Ja, ich weiß, aber gibt es kein Zurück mehr. Und er läuft hinterher. Unfassbar. Das ist der Ausgang hier. Das ist bestimmt zu, oder? Abgeschlossen. Ach, ja, klar. Ja. Ja, nimm. Tante, nimm. Läuft. Alles leer. Ugh.
Okay, wo ist hier der Ausgang? Da oben wahrscheinlich, denke ich mal. Ah, Tatsache. Psst. Aha. Oh, hallo Cole. Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Ja. Cole will nur... Also, wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also, ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist, wenn du rausgehst mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Oh. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Oh. Er ist wohl heiser. Ach du Scheiße. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Der sieht so tot aus. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Ja. Tja, gut. Ciao. Ciao. Na gut. Jetzt geht's schon. Ey, das war knapp. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Aha. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Ja. Also es ist noch lange vor ihrer CIA-Zeit, denke ich mal. Sie fährt? Ah. Ja. Ich sehe es auch. Aha. Ins Auto und lass den Motor an. Ach du Der. Oh mein Gott. Der kann auch in dem Zustand nicht. Naja. Okay, jetzt setzen wir ihn rein. Sehr mutig, würde ich sagen. Sehr mutig. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Von draußen kann man sie noch sehen. Ja, was soll man da machen? Hinten gucken? Eine Decke oder sowas? Da rein! Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. So, oh mein Gott. Okay, los geht's. Bin ich gespannt. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da hat nicht mehr hingeschaut, unglaublich. Das reicht ja jetzt. Jetzt kannst du ihn eigentlich auch wieder loslassen, oder? Wobei, sie muss erstmal ein Stück weg sein, bevor sie ihn loslässt. Ja, komm. Oh, du machst mich krank hier. Komm, aufwachen. Was ist der? Weiß er ja sofort, was los ist. Verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Oh mein Gott. Also nicht, dass er dann irgendwie umkommt oder so. In den Wald. Nicht, dass ihm was passiert. Da vorne. Ja. Krass. Puh.
Okay, der hat sie zurückgelassen. Nicht, dass er von Wolfen gefressen wird. Da, ja, okay. Hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Sie hat nicht die beste Erfahrung mit Partys gemacht, also puh. Bin mal gespannt. Ist nicht sehr laut hier. Keiner da. Was sind die anderen? Wir warten. Dass sie überhaupt Freunde hat? Wie alt sind sie? 21. Ich will nur eine Limonade. Sie sieht sowas von nicht 21 aus, irgendwie. So eine Zahnstau hier, so gut. Was soll sie hin? Trink das doch! Und wir stellen uns unseren Sohn Flipper. Kann das ja Geld verdienen, denke ich mal. Oder so. Verzeihung, heute Abend waren da ein paar Mädchen hier? Ich bin verabredet. Nein. Ich habe hier keine Mädchen gesehen. Danke. Das ist ja enttäuschend, das Ganze alles für nix unternommen hier. Ha. Ich wusste gar nicht, wie das geht, ich hab das ja nie gemacht. Oh je, das sieht schon mal gleich gar nicht gut aus. Runde Billard, Schätzchen. Nein. Komm schon. Wir spielen doch nur zum Spaß. Okay, also doch. Ladies first. Oh, wie da keine Lust drauf hätte auf sowas hier. Mist! Mist, Mist, Mist. Ich war nicht drauf gefasst, dass ich das machen muss. Was machst du hier? Du warst alleine. Nicht? Jetzt muss er sich beweisen. Oh, Trottel, ey. Mal gucken, ob ich es jetzt besser hinbekomme. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Das geht sie überhaupt nichts an. Und übrigens fragt man das nicht. Aha! Oh, gar nicht mal übel. Ja. Wissen deine Eltern Bescheid? Ausweichen. Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Hey! Putten weg! Hey! Schau, Baby, du willst es doch auch. Alter! Was zur Hölle? Bist du hier in der Bar? Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich!
so praktisch. Du feiges Arschloch! Alles kaputt machen! Haltet euch fern! Ha! Wir müssen raus hier, Mann. Hier stimmt was nicht. Dreh du nicht durch, Frank! Okay, was noch? Der kommt mal ab. Das ist ein verfluchtes Gespenst, das uns bestraft für unsere Sünden. Scheiß als Maul, Frank, das ist Bullshit. Verdammter, ich geh hier doch drauf. Ja, geh. Niemand geht drauf. Wir verschwinden von hier. Scheiße. Scheiße. Was soll denn was du sagen? Jetzt mach schon die verfluchte Tür auf. Sie klemmt. Scheiße. Okay, dann machen wir ein bisschen weiter. Einen dreht völlig durch. Komm schon an! Mach doch schon! Schneller! Aha. Komm schon an! Ach du Scheiße! Schneller! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Alter! Alter! Ich muss anscheinend. Wie krass ist das? Krass! Jody! Mein Gott! Was ist mit dir? Gott! Jody, was ist denn passiert? Tja, wie andere Mädchen an Eingangswahl vorbeigekommen. Ist an die meisten geschafft. Wäre aus uns ein kurzes Kapitel gewesen, oder? Oder ein langes. Barbesucher nicht ausspioniert. Mist, hätten wir die ausspionieren können? Angreifer besiegt. Aus DPA geschlichen und geflohen. In der Bar geblieben. Mindestens einen Angreifer umgebracht. Oh. Okay, na gut. Ja, liebe Leute. Dann sind wir für heute fertig. Ich würde sagen, wir haben heute wieder genug gesehen. Und übermorgen geht's weiter. Mal gucken, was Jody noch alles erlebt auf ihrem Weg zu den Obdachlosen. Stimmt gar nicht, wir waren ja schon weiter. Okay, stopp, das war's. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann, eure Lucina. Tschüss.